Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin, einer besonderen Folge, denn wir sind hier bei der Pokémon Liga. Wir haben alle legendäre Pokémon gefangen, wir haben alle TMs, wir haben alle Megasteine, wir haben alles gemacht, was es in diesem Spiel gibt. Jeden noch so kleinen Scheiß haben wir in diesem Spiel beendet. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist das Battle gegen die Liga, gegen die Pokémon-Liga. Die Revanche, die Rematches. Nun kommen sie und das ist meine Party. Auf der 1 zurzeit Yoshi, Ruffy, Simsala, Technorax, Birne und Tendo. Ich habe alle Pokémon auf Level 72 trainiert. Die Attacken hatte ich euch ja ein paar der MST gesagt, was sich jetzt an meinem Moveset geändert hat und warum. Und nun geht es los. Die Rematches gegen die Top 4. Ich weiß noch, dass alle übrigens von denen Megastein-Pokémon haben. Ich habe mir die Pokémons von denen nicht angeguckt. Ich weiß nur, dass jeder von denen jetzt einen Megastein besitzt. Und ich glaube, die Battles werden richtig schwer. Beginnen gegen den Unlichttypen. Und genau deswegen habe ich Yoshi vorne. Ich habe dich schon sehnsüchtig erwartet, Champ. Denn jemanden, der so stark geworden ist wie du, müssen wir bestimmt nicht in Watte packen. Das ist erfreulich, da Troy uns den Top 4 Schlüsselstein zugekommen lassen hat. Mit anderen Worten, meine Pokémon können jetzt auch Mega-Entwicklung durchführen. Das wird sicher ein heißes Tänzchen. Und das wird's definitiv. Alle haben jetzt übrigens auch 6 Pokémon und haben Pokémon aus Kanto, Johto, Sinnoh und Einhall. Und der Assi beginnt mit Irokex. Ach nein, das Vieh, ich hasse es. Ist ein Unlicht-Kampf-Pokémon. Ich weiß gar nicht, Level 70. Ich weiß, wir sind zurzeit jetzt noch ein bisschen vom Level höher drüber als der Gegner, aber glaubt mir, das wird sich später im Laufe ändern. Ich glaube, Troy hat irgendwie Level 78, 79. Also es kann echt noch hart werden. Und ich würde sagen, wir beginnen mit Durchbruch. Und wir hauen richtig schön drauf. Der kann aber auch Durchbruch, das gibt aber uns nicht so viel. Vor allen Dingen haben wir Beutelhelm und das macht natürlich Irokex deutlich mehr Damage. Und er kommt hier mit einer Top-Genesung. Das ist eigentlich für mich positiv. Weil ich glaube, Yoshi hat die Hälfte gemacht, ne? Ja. Und bei einem weiteren Durchbruch sollte er jetzt tot sein, weil wir haben ja eine höhere Initiative. Und das war's. Klasse. Irokex wurde besiegt. Und wir können weiter. Was? Gyrophilides? Was ist das für ein Vieh? Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ach du Scheiße, das ist das Vieh. Steinkante oder Eisvieh? Unlichtflug-Pokémon. Okay. Steinkante. Sturzflug. Blöder Bastard. Ja. Und jetzt. Steinkante. Nein, das gibt's nicht. Der hat überlebt. Boah, der Bastard hat echt überlebt. Ich glaube aber nicht, dass er mal eine Kampfattacke drauf hat. Deswegen jetzt Tendo. Ja, war klar, dass er nochmal einen Sturzflug kommt. Boah! Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er die Steinkante überlebt. Das ist halt kein Step-Bonus, ne? Brauche jetzt erstmal eine Heilung.
habe mir Top Genesung gekauft. Wo habe ich sie denn? Da. Zwei Toppel-Lieber haben wir dieses Mal. Also wir haben dieses Mal ein deutliches besseres Polster als vorher. Okay, der kommt mir mit Rückenwind. Solange er nicht sowas wie hier Brüller oder sowas drauf hat, ist es mir eigentlich relativ. Ja, hätte ich das gewusst, dass es ein Flug-Pokémon ist, hätte ich natürlich auf Tenno gewechselt. Der kann Donnerschlag und Felsgrab. Da haben seine Pokémon überhaupt keine Chance. So. Tankgutes. Die Frage ist, hau ich jetzt mit Unlicht, hau ich jetzt mit Feuer drauf? Mit Step? Kann mit volle Pulle draufhauen. Auf, nee, ich gebe lieber Birne die Chance. Nee, ich soll erstmal Birne machen. Mara hat denn so eine asoziale Attacke und ich brauche hier Tempo. Ich brauche hier Yoshi. Unbedingt. Mogelhieb, der will mich langweilen. Er hat also eine höhere Initiative als ich. Kommt mir mit Finte. Stöckbirne auch weg. Flammwurf. Step-Bonus. Und das reicht! Tengul ist down. Und der Rücken wird hört erstmal auf. Und jetzt kommt er mit Tohaido. Waffi. Haus weg. Schaffst das. Hau das Vieh weg. Nit. Energieball. Ich kann mir auch jetzt vorstellen, dass Yoshi jetzt auch, dass Ruffy jetzt auch wirklich in dieser Pokémon-Liga viel mehr reißen kann. Dadurch, dass sie viel mehr Pokémon haben. Und dadurch, dass ich jetzt, Ruffy jetzt auch wirklich richtige, gute Attacken gegeben habe. Dadurch, dass es eine spezielle Attacke war, werden wir von Rauhaut auch nicht getroffen. Er kommt mit Absol, reines Unlicht-Pokémon. Yoshi. Gibt's nur eine Wahl, Yoshi. Ah! Sein Mega-Pokémon. Er hat bestimmt Mega-Absol. Ich hau mit voller Kanne drauf, Kreuzieb. Und der kann Flammenwurf und der setzt nicht seinen Megastein ein? What the fuck? Okay. Was? Wie bitte? Ein Zoroark. Alter, habt ihr das gesehen? Der Asiat hat einen Zoroark. Alter, was für ein Bastard. Aber echt cool, dass die einen Zoroark haben. Wenn er dann nochmal Kreuz zieht. Ja, jetzt kommt er auch mit seinem Schlüsselstein. Ich frage mich schon, warum macht er jetzt keine Mega-Entwicklung? Aber er lebt. Down! Geil, Alter! God kill, man! Oh, ist das geil! Boy, der hat mich voll überrascht mit seinem scheiß Assi. Wow, du spielst wirklich in einer anderen Liga. Doch ich will gar nicht länger aufhalten. Immerhin warten noch andere auf dich. Oh, ich muss jetzt erstmal Yoshi heilen. Ey, die Psycho-Klinge hat aber auch wirklich richtig drauf gehauen, Alter. Da hat er mich nochmal richtig überrascht. Dass er da plötzlich mit einer Psycho-Klinge einfach vorbeikommt und ihn kaputt kloppt. Aber okay. Da seht ihr, das wird hier kein Spaziergang. In die Liga. Und das müsste doch jetzt die Geistdame sein, ne? Das ist die Geistdame. Die Frage ist, was mache ich gegen Geist? Unlicht. Ja, ich würde sagen Technorax und Birne. Mit Finsteraura und Knirscher. Das ist eigentlich das Einzige, was ich richtig dagegen habe. Gut, Geist ist auf Geist noch effektiver, also hätte ich noch was mit Birne, aber Finsteraura ist ja stärker. Ach, jetzt habe ich sie nicht synchronisiert. Sorry. Also dann. Antonia. Schauen wir mal, was sie hat. Barnett.
Dann ist es jetzt kein großes Problem, solange er nicht mit Fluch kommt. Kommt er mit Fluch, kann er einen auf den Sack gehen. Aber im Grunde hat Bandit eigentlich nicht so wirklich die Attacken, wo man sagen kann, das ist ein gefährliches Pokémon. Vielleicht hätte ich auch mit Schwertanz interagieren müssen. Es wäre vielleicht die bessere Entscheidung gewesen, jetzt auch Schwertanz zu gehen und meinen Angriff zu erhöhen. Traunmagie ist ein böses Pokémon. Das Vieh kann draufkloppen. Das Vieh hat wirklich einen hohen, unglaublichen Angst. Ja, das hat keine Möglichkeit. Aber Technorax überlebt das. Und haut Traunmagie weg. Bist du ein verrückter Junge, ey. Schön. Level 73. Ganz wichtig. Oh. Skelabra. Der kann gegen Birne nicht viel ausmachen. Skelabra ist Feuergeist. Gegen ihn kann er nichts viel machen. Ich verschwende jetzt mal meinen Hypertrank. Den Technorax. Damit ich den erstmal wieder heile. Würde. Sollte jetzt eigentlich nicht so viel Damage machen. Oh, okay, doch. Okay, es war ein Crit. Ich komme aber ihm mit Fensterauge. Das müsste ihm deutlich mehr Damage machen. Okay, er kommt mit Bürde. Das verwirrt mich eigentlich, dass er mich mit Bürde angreift, anstatt mit voller Wucht auf Spukball zu setzen. Hat der keinen Spukball oder was? Das verwirrt mich jetzt. Dass der keinen Spukball hat, weil... Oder er hätte auch mit Irrlicht draufgehen können. Trifft Zippelin. Donnerschlag, würde ich sagen. Weil trifft Zippelin ist ein ganz böses Pokémon. Also es kann Hypnose, dann kann es noch diesen Final. Dann hat es noch diesen Finalschlag als Fähigkeit, wo dem Gegner extrem viel KP abgezogen werden. Und dann kann auch noch sowas. Ich bin gespannt, was er jetzt macht. Was zieht das ab? Ja. Die Verteidigung von Tendo ist der Hammer. Mit Donnerschlag kann er viel draufkloppen. Vielleicht macht er einen Fehler und macht einen Top. Genau, er macht den Fehler und holt die Top-Genesung raus. Sie holt die Top-Genesung raus. Sie ist ja nur sie, nicht er. Donnerschlag. Könnten töten. Ja, es bleibt dann wieder ein bisschen übrig. Wieder Donnerschlag. Und sie kommt schon wieder mit Top-Genesung. Also, das finde ich jetzt ein bisschen dämlich. Hätte ich jetzt nicht gemacht, muss ich ehrlich sein. Akrobatik. Ach nee, ist eine Normalattacke. Ich vergesse das immer, ich denke immer, das ist eine Kampfattacke. Aber es ist eine Normalattacke. Ja, jetzt kommt ein Finalschlag. Und glaub mir, das hätte Technorax richtig weit zurückgeschmissen. Zwirfens. Das ist natürlich ein ganz anderer. Das ist ein anderes Kaliber. Mal überlegen. Habe ich drauf? Jetzt zwingen kann er. Ich muss draufkloppen. Was anderes pinkt hier nicht. Und, jawoll! Flinkklaue hat sich aktiviert. Und Knirscher. Ja! Oh, Gott sei Dank kam die Flinkklaue. Sonst hätte das böse enden können. Und jetzt kommt Zubiris. Ich wusste, dass sie Zubiris hat. Und dafür habe ich genau ein Pokémon, was dieses scheiß Zubiris in die Hölle fahren lässt. Der Zubiris hat nämlich auch wieder einen Megastein. Und die Abwehr von Zubiris in seiner Mega-Entwicklung ist so derbe OP. Deswegen volle Pulle Kamehameha. Das ist nämlich auch so eine Taktik, die ich mir für dieses Duell hier ausgesucht habe. Der Harut nämlich... Der kann nämlich richtig böse werden. Das Einzige, was er als Schwäche hat, ist halt seit dieser Generation einfach diese scheiß Fehlattacke. Und das bringt ihn einfach um, weil der Spezialangriff ist so derbe. Was? Und es reicht nicht. Aua, okay. Ist ein spannendes Duell. Aber Zauberschein sollte ihn töten.
Da hat man eigentlich wieder gesehen, dass der Spezial, dass die Verteidigung von Tobias dermaßen hoch sind in seiner Megaform. Der kann einfach tatsächlich die Attacke abwehren von Durchhalten von ihm. Oh, schade, schon wieder verloren. Aber meine Pokémon und ich haben mit ihren vereinten Kräften gekämpft und das Band zwischen uns weiter gestärkt. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Kampf. Ja. Ich hoffe, ihr seid auch wieder in der nächsten Folge dabei, wenn es heißt Let's Play Pokémon Omega Rubin. Die zwei letzten der Top 4. Bis dahin, Leute. Und